Jetzt rufe ich auf die Aktuelle Stunde. Top 94, Fraktion der FDP, Luftverkehrsstandort Hessen erhalten, Lufthansa 2035. Der Dr. Stefan Naas beginnt. Ach du lieber Gott, wer kommt das? Ja, schau mal. Also Stefan, machen wir langsam. Jetzt machen wir erst einmal hier. Also 5 Euro, eine Maske. Was willst du? 2? 3? Sag mal. 1, 2, 3. Wie willst du aber? Ja, sag mal, was ist denn hier los? Gelegenheit wäre jetzt günstig. 2. Und du, wie viel? 3. Was? 3? Sag mal, das. Yeah. So viel habt ihr doch gar nicht in Darmstadt. Warte mal. Ja. So, meine Damen und Herren, jetzt machen wir weiter. Eben langt es mal mit der Maske. Jetzt machen wir weiter. Der Kollege Dr. Stefan Naas hat das Wort. Bitte sehr. Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Lufthansa ist ein starkes Unternehmen, das unverschuldet durch die Corona-Krise in Not geraten ist. Die Lufthansa ist aber auch ein großartiges Unternehmen. Es gehört zu Hessen, und es hat in diesen Stunden unsere Solidarität verdient. Wir sind aber auch der Auffassung, dass gerade jetzt in diesen Stunden vor allem die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Lufthansa, die um ihre Arbeitsplätze zittern, die aber auch alles getan haben in der Corona-Krise, um die Lufthansa wieder nach oben zu bringen, dass die unsere Solidarität und unsere Hilfe verdient haben. Wir wünschen uns, dass die Lufthansa wieder Wind unter die Flügel bekommt. Denn der Kranich ist keine Ente, ist kein Landvogel, der Kranich muss fliegen. Und ich glaube, uns allen ist ein Stein vom Herzen gefallen, als wir gestern um 7:30 gehört haben, die Nachricht bekommen haben, dass die drohende Insolvenz der Lufthansa vom Tisch ist und es eine Zustimmung wohl heute gibt zum Rettungspaket. Und die Einigung mit UFO heute Nacht ist ein genauso gutes Zeichen, das ist genauso erfreulich. Meine sehr verehrten Damen und Herren, es geht um 37.000 Arbeitsplätze, die meisten in Hessen. Es geht aber auch um tausende weitere Arbeitsplätze am Frankfurter Flughafen, wenn die Lufthansa vom Markt verschwinden würde. Denn Fraport und die Lufthansa gehören zusammen. Ein Großteil der hessischen Wirtschaft steht heute auf dem Spiel. Die Bundesregierung hat es gut gemeint. Sie wollte Lufthansa helfen, aber sie hat es schlecht gemacht und hat die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einem unnötigen Risiko ausgesetzt. Anstatt der Lufthansa einen Kredit über 9 Milliarden € zu geben oder eine stille Einlage zu zeichnen, will der Staat mal wieder der bessere Unternehmer sein. Er will sich jetzt mit mindestens 20% an der Lufthansa beteiligen und sich natürlich auch dann im Aufsichtsrat engagieren. Ja, den Linken ist das zu wenig, Frau Wissler, ist mir klar. Zurück zum reinen Staatsbetrieb. Alitalia lässt grüßen, da können Sie sich mal angucken, wie das dann aussieht. Wenn Sie am Ruder werden, würde wahrscheinlich die Lufthansa noch mit der U-52 fliegen. Und Innovationen sind da nicht so Ihre Sache, verstehe ich. Aber die Jahre in der Privatisierung waren die erfolgreichsten Jahre der Lufthansa. Die erfolgreichsten Jahre in der Firmengeschichte, gerade die letzten 3 Jahre. Meine sehr verehrten Damen und Herren, deswegen war das auch kein Fehler. Die EU-Kommissarin Vestager, der waren natürlich die 20% zu viel. Sie zwang die Lufthansa wettbewerbsrechtlich zur Abgabe wertvoller Slots, 24 Start- und Landerechte in München, aber vor allem auch in Frankfurt. Denn das Wettbewerbsrecht gilt eben auch in Krisenzeiten. Und der Großaktionär Thiele fühlte sich zunächst benachteiligt, schwenkt jetzt auf den Kurs ein. Aber auch er hat Kritik an der Bundesregierung vorgenommen. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, das wäre nicht notwendig gewesen, wenn die Bundesregierung sich aus der Unternehmensführung rausgehalten hätte. Und es stimmt, Frau Kollegin Wissler, Staatshilfen dürfen nicht dafür genutzt werden,
Arbeitsplätze ins Ausland zu verlagern. Und Boni in Krisenzeiten sind es Sauerei. Aber, meine Damen und Herren, das hätte man alles mit Auflagen zum Kreditvertrag oder Bedingungen zum Kreditvertrag und Auflagen zur stillen Beteiligung lösen können. Dazu hätte es keine Beteiligung an der Lufthansa selbst gebraucht. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und auch, was jetzt wahrscheinlich von konservativer Seite vorgetragen wird, auch der Schutz vor der feindlichen Übernahme aus dem Ausland, den hätte man mit dem Außenwirtschaftsgesetz natürlich begegnen können. Und deswegen ist die Hauptversammlung heute das Zittern der Mitarbeiter überflüssig, wenn man die Staatsbeteiligung schlicht und einfach gelassen hätte. Der Wirtschaftsstabilisierungsfonds wurde aufgelegt, um unverschuldet in Not geratene Unternehmen vorübergehend zu retten. Aber es ist nicht der Einstieg in die Staatswirtschaft. Die Bundesregierung macht sich hier zum Zocker. Sie will Rendite erzielen. Sie will sich einkaufen zum Schnäppchenpreis, zum Nennwert der Aktien. Ich rede über die Beteiligung, nicht über die Kredite und die stillen, nicht über die stille Beteiligung. Und, die übrigens sehr teuer ist für die Lufthansa. Also ein Risikoaufschlag ist da schon drin, Frau Kollegin Wissler. Nein, der Staat ist heute zum Zocker geworden und er zockt mit Steuergeld am Kapitalmarkt, er spekuliert. Die 20-prozentige Staatsbeteiligung hat der Lufthansa einen Bärendienst erwiesen. Und ein Großteil des Rettungspaketes ist gut. Aber wir Freie Demokraten halten die Staatsbeteiligung für einen Irrweg, den wir sehr schnell auch wieder beenden müssen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die entscheidende Frage hier im Hessischen Landtag ist heute, was können wir in Hessen beitragen? Was kann der Minister beitragen, damit der Kranich wieder Wind unter die Flügel bekommt? Denn wir wollen ja wieder mit der Offenbach in ferne Länder fliegen, Herr Minister. Und deswegen ist das Land gefordert. Wir müssen Rahmenbedingungen schaffen, die einen Neustart der Luftverkehrsbranche zeitnah möglich machen. Wir müssen die Rückkehr zur Normalität unterstützen. Und da zählt zunächst einmal für mich Hessens Einsatz gegen die Luftverkehrssteuer. Die müssen wir abschaffen. Wir müssen aber auch schauen, dass die Sicherheitskontrollen auf die Fraport übertragen werden. Und wir brauchen mehr Schnelltests. Wir brauchen eine differenzierte Quarantäne. Und wir brauchen am Ende auch bessere Start- und Landerechte wieder, aber auch bessere Start- und Landetarife, und zwar differenziert auch nach dem Kraftstoffverbrauch und der Lärmemission der Flugzeuge. Und wir brauchen am Ende synthetische neue Kraftstoffe, und zwar in industrieller Menge. Auch das ist eine große Chance für Hessen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich komme zum Schluss. Lassen Sie uns gemeinsam daran arbeiten, dass der Standort Frankfurt weiter Europas größtes Verkehrskreuz bleibt und dass die Lufthansa weiterhin die beste Airline in Europa bleibt. Der Herzmuskel der hessischen Wirtschaft muss gestärkt werden, der Kranich muss wieder fliegen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Dr. Naas. Das Wort hat die Frau Abg. Kaya Ginkel, BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Zu Beginn möchte ich klarstellen, es ist richtig, dass der Staat ein Rettungspaket für die Lufthansa geschnürt hat. Es ist richtig, um möglichst viele Arbeitsplätze zu erhalten, um die Strukturen des Unternehmens zu erhalten, sie vor Übernahme zu schützen. Auch das ist ein Punkt. Und eben auch die Wertschöpfung zu schützen, die auch und gerade hier bei uns in Hessen stattfindet. Und für uns ist auch klar, bei staatlicher Beteiligung darf es keine Boni-Auszahlung geben, darf es keine Dividendenausschüttung geben, denn dafür sind Steuergelder nicht da. Und es ist gut, dass der Deal das jetzt auch untersagt. Und dann guckt man sich die Aktuelle Stunde der FDP an und fragt sich, was genau versteht die FDP unter einer marktwirtschaftlichen Lufthansa-Rettung. Der Markt, den Sie ja auch immer so vor sich hertragen, funktioniert eben in so einer beispiellosen Krise nicht. Wir mussten in den Markt eingreifen, um die Gesundheit der Leute zu schützen. Und wir müssen logischerweise auch eingreifen, um die Unternehmen zu schützen und zu unterstützen, die unverschuldet in diese Krise geraten sind.
Und streng genommen bedeutet rein marktwirtschaftliches Handeln, was Sie fordern, die Insolvenz der Lufthansa. Das bedeutet, viel mehr Menschen würden ihren Job verlieren. Und ich hoffe sehr, dass auch Sie als FDP-Fraktion an der Rettung interessiert sind und nicht hier stehen, um die Interessen von einzelner Großaktionären zu vertreten. Denn klar ist, die Rettung dient natürlich nicht den Anteilseignern, sondern in erster Linie den Beschäftigten und dem Unternehmen. Und da frage ich mich, was die FDP angetrieben hat am Montag, als klar war, am heutigen Donnerstag findet die Aktionärsversammlung statt, was sie angetrieben hat, dieses Thema mit diesem Titel auf die Tagesordnung zu setzen. Entweder sie haben wirklich null wirtschaftspolitische Kompetenz und sind sich nicht bewusst, was diese Aktuelle Stunde auch im Hinblick auf die Aktionärsversammlung bewirken kann. Oder Sie haben den Titel ganz bewusst gewählt, um damit die Interessen der Aktionäre zu unterstützen. Und dagegen, es mag, Sie haben ja Thiele schon angesprochen, gegen das Vorgehen von Herrn Thiele mag es rechtlich keine Einwände geben. Aber trotzdem halte ich es für falsch, dass ein Großaktionär, der noch nicht einmal die Mehrheit der Anteile des Unternehmens hat, sondern nur in diese Position gekommen ist, weil sich nicht genügend Menschen für die Aktionärsversammlung angemeldet haben, dass diese Macht offenkundig auch bereit war, diese Macht auszuspielen. Das ist moralisch nicht in Ordnung, und das unterstützen wir nicht. Sehr geehrte Damen und Herren, es ist klar, dass der Einsatz von öffentlichen Geldern auch an öffentliches Interesse geknüpft sein muss. Und das ist neben dem Schutz der Arbeitsplätze, die vor allem bei uns in Hessen sind, eben auch im Hinblick auf die Krisen, die in der Zukunft kommen, nämlich die Klimakrise, das ist der Klimaschutz. Und es ist das Mindeste, dass jetzt der Flottenrollover auch vereinbart wurde, der muss kommen. Ich hätte mir mehr ökologische Verpflichtungen noch gewünscht, denn wir alle wissen, was für massive Veränderungen auf die Luftfahrt in Zukunft noch zukommen werden. Es wird noch lange weniger geflogen werden. Es bedeutet, also Klimaschutz bedeutet auch eine Abkehr von Kurzstreckenflügen, bedeutet eine CO2-Steuer und bedeutet, dass Bahnfahren als attraktive Alternative verbessert werden muss. Und da muss der Staat, auch wenn er jetzt Beteiligter ist bei der Lufthansa, nicht aufgrund von möglichem Wertverlust Rücksicht nehmen, sondern nach wie vor den Klimaschutz ernst nehmen. Das heißt, weniger Flüge, mehr Bahn. Und die Lufthansa tut gut daran. Die Lufthansa tut gut daran, auch diese Verpflichtung als eigene Verantwortung wahrzunehmen und schon jetzt in der jetzigen Krise und dem Umbau, der ja unweigerlich kommen wird, das Thema Klimaschutz mitzudenken. Wenn die Lufthansa diese Krise als Chance nutzt und das Unternehmen sozial und ökologisch umbaut, dann haben am Ende alle gewonnen. Sehr geehrte Damen und Herren, wir haben alle noch die Commerzbank-Rettung von 2009 in der Finanzkrise vor Augen. Damals ist der Staat bei der Commerzbank eingestiegen und hat bis heute nicht den richtigen Zeitpunkt gefunden, weder politisch noch ökonomisch, um wieder auszusteigen. So darf die Lufthansa-Rettung natürlich nicht laufen. Aber es ist ja auch gut, dass das Rettungspaket genau das unterbindet, indem es eben ein festes Ausstiegsszenario auch gleich festlegt. Sehr geehrte Damen und Herren, wir wissen, die Luftverkehrsbranche ist wichtig für Deutschland, ist wichtig ganz besonders für uns in Hessen. Und deshalb ist es richtig, dass das Rettungspaket geschnürt ist. Staat und Unternehmen dürfen dabei aber nicht den Klimaschutz aus den Augen verlieren, weil das wird sonst die nächste große Krise. Frau Kollegin Kinkel, Sie müssen zum Schluss kommen. Ich komme zum Schluss mit einem Appell an die Aktionärinnen und Aktionäre. Lassen Sie die Beschäftigten heute nicht im Regen stehen. Und das unterstützen Sie die Annahme des Rettungspaketes. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollegin Kinkel. Das Wort hat der Abg. Klaus Gagel, AfD-Fraktion. Herr Präsident, verehrte Kollegen!
Das, was die Frau Kinkel hier gerade eben abgeliefert hat, war der Offenbarungseid ihrer Unkenntnis. Und ich würde mal einfach sagen, besser hätten Sie gar nicht der Öffentlichkeit zeigen können, wie wenig Sie von Wirtschaftspolitik wirklich Ahnung haben. Und es ist natürlich klar, offenbar sind Sie von dem Investor Thiele gestern Abend überrascht worden, der sich dann doch anders entschieden hat. Und Sie haben da Probleme mit Ihrer Rede gehabt, das hat man deutlich gemerkt. Und dass natürlich das Klimakrisengequatsche bei Ihnen wieder da auftauchen muss, ist ja auch typisch für Sie. Andere Argumente haben Sie ja nicht. Meine Damen und Herren, Luftfahrt ist ein internationales, ein globales Geschäft. Besonders der Standort Frankfurt, der international am besten vernetzt ist in Deutschland, wird sich der generellen Krise nicht widersetzen können. Denn nach und nach wird klar, und dies wurde hier vorgestern im Plenum bei den Debatten um den Haushalt auch klar, es handelt sich nicht um eine vorübergehende Krise, es handelt sich um eine mehrjährige Krise. Wie bei jedem Massentransportmittel, in dem Abstandsregeln nicht beachtet werden können, wird es daher Schrumpfungsprozesse geben müssen. Dies gilt im Übrigen auch für den ÖPNV. Die Lufthansa, meine Damen und Herren, die Lufthansa geht davon aus, dass erst 2023 die Vor-Corona-Kapazitäten wieder erreicht sein werden. Diese Aussage ist nun auch schon ein paar Wochen alt. Daher, es könnte auch noch schlimmer kommen, sollten wir mit dem Coronavirus doch noch länger zu tun haben. Was folgt daraus für Frankfurt und für Hessen? Die ureigenen wirtschaftlichen Kräfte wirken schon, und dies wird sich unweigerlich im Abbau von Kapazitäten, Reduzierung der Flotten und auch im Abbau von Arbeitsplätzen bemerkbar machen. Das können wir nicht verhindern. Wollen wir auch in Zukunft gesunde Unternehmen haben, so müssen Fraport, Lufthansa, Condor, TUIfly und Co. vermutlich schrumpfen. Den Betrieb der deutschen Sun Express hat die Lufthansa vor 3 Tagen sogar schon ganz eingestellt. Heute ist ein entscheidender Tag, meine Damen und Herren, für unseren größten Carrier, der Lufthansa. Die Eigentümer entscheiden heute, ob sie das Rettungspaket der Bundesregierung annehmen oder ob Lufthansa in die Insolvenz geht. Der Großaktionär Thiele, das kam gestern Abend, hat angekündigt, dem Rettungspaket zuzustimmen. Allerdings besteht damit die Gefahr, dass Lufthansa an den Staatstropf geklebt wird und die Hilfen über Jahre teuer zurückzahlen muss. Und vielleicht noch einmal, meine Damen und Herren, ein bisschen zur Aufklärung. Das Rettungspaket der Bundesregierung für Lufthansa ist teuer. Deswegen hat Herr Thiele auch überhaupt mal überlegt, welche Alternativen gibt es für Lufthansa. Und es gibt für Lufthansa nicht nur die Alternative, dass das Rettungspaket angenommen werden muss. Nein, Lufthansa kann in die Insolvenz gehen. Natürlich sind dann auch die Arbeitsplätze weg, das ist ganz klar. Und die Altverträge sind auch weg. Und die Versorgung ist übrigens auch weg. Ja gut, aber dann kann man Lufthansa auf eine neue Beine stellen. Und dann sieht es natürlich sicherlich sehr, sehr schwierig. Na, das habe ich überhaupt nicht gesagt. Ich habe nur gesagt, dass es Alternativen gibt. Ja? Sie müssen mir doch nicht etwas Falsches in den Wort legen. Was bei Ihnen immer wieder auffällt, und damit haben Sie ein Problem, für Sie ist immer alles alternativlos. Aber dass es im Leben mehrere Alternativen gibt, die es zu überlegen gibt, und nämlich auch im Fall Lufthansa, das sind Sie in Ihrer ideologischen Blase gar nicht bereit, zur Kenntnis zu nehmen. Meine Damen und Herren, die Politik hat ein Angebot gemacht, die Eigentümer der Lufthansa können und werden vermutlich zugreifen. Die Variante der Insolvenz habe ich eben kurz skizziert. Auf jeden Fall müssen wir uns als Staat fragen, dass wenn jedes Mal, wenn viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, müssen wir jedes Mal eingreifen, um aus Unternehmen mehr oder weniger staatsabhängige Zombies zu machen. Und diese Frage müssen wir uns stellen. Und dahingehend war mein Exkurs eben zu verstehen gewesen. Denn ich meine, es muss zwangsläufig nicht der Fall sein. Im Falle von Lufthansa und im Falle des gesamten Luftverkehrsstandorts Frankfurt wird man trotzdem nicht umhinkommen, Stellen abzubauen. Dies wird sich sicherlich im Land Hessen erst einmal negativ auf die Steuereinnahmen auswirken. Allerdings, wenn die Luftfahrt wieder in Gang kommt, Lufthansa konkurrenzfähig bleibt, kann dieser Effekt vielleicht im besten Falle auf 2 bis 3 Jahre beschränkt bleiben.
Überlassen wir es also den Eigentümern, wie sie sich heute im Fall Lufthansa entscheiden werden. Die harte Variante scheint vom Tisch zu sein, sofern der Mehrheitsaktionär Thiele zustimmt. Die Zeiten, die wir vor Corona hatten, werden trotzdem so schnell nicht wiederkommen, meine Damen und Herren. Das muss uns bewusst sein. Der Luftverkehr als Massentransportmittel wird gerade in der internationalen Wirtschaft neu gedacht. Dagegen kann sich keiner wehren. Nur die Stärksten und Gesündesten werden auch international weiter eine Chance haben, langfristig zu überleben. Dazu soll auch weiterhin unsere Lufthansa gehören und unseren Standort Frankfurt sichern. Und Kollege Gagel, Kollege Gagel, Sie müssen zum Schluss kommen. Drei Sätze bitte, Herr Präsident. Soweit es für das Gemeinwohl in angemessener Weise vertretbar ist, nehmen wir also die wirtschaftlichen Realitäten zur Kenntnis, warten ab, wie sich die Eigentümer heute entscheiden, im Vertrauen darauf, sie werden das Richtige tun. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Gagel. Das Wort hat der Abg. Marius Weiß, SPD-Fraktion. Marius, bitte. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Die deutsche Lufthansa ist ein kerngesundes Unternehmen und ist unverschuldet in Not gekommen. Wir brauchen als führende Exportnation, die wir sind, brauchen wir ein Weltunternehmen, das eine leistungsfähige Fluggesellschaft ist wie die deutsche Lufthansa. Es ist gut, dass der deutsche Staat, dass die Bundesregierung hier eingegriffen hat und die Lufthansa versucht zu retten, was hoffentlich auch heute ab 12 Uhr klappt. 3 Milliarden Euro KfW-Kredit, 5,7 Milliarden stille Einlage, die zum Teil umgewandelt werden können in Aktien, um feindliche Übernahmen abzuwehren, und eine direkte Beteiligung von 20%. Und Herr Kollege Naas, wenn Sie jetzt geißeln, dass der Staat damit 20% bei der Lufthansa eingreift, ich bin jetzt 12 Jahre Mitglied in diesem Landtag. Ich habe noch nicht eine einzige parlamentarische Initiative der FDP mitbekommen in diesen 12 Jahren, dass das Land Hessen seine Anteile an der Fraport verkaufen soll oder seine 3 Aufsichtsratsmitglieder aus der Fraport zurückziehen soll. Da müssen Sie doch konsequent sein. Mit dieser Argumentation, dass der Staat nicht bei der Lufthansa einsteigen darf und nicht Aufsichtsratsmitglieder übernehmen darf, müssten Sie genau das Gleiche für die Fraport auch fordern, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie konsequent sind. Genau das Gleiche. Die Bundesregierung hat Vorgaben gemacht, die vernünftig sind. Die Lufthansa soll umstellen auf leisere, emissionsärmere Flugzeuge. Es sollen keine Boni ausgezahlt werden. Es sollen keine Dividenden ausgezahlt werden. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen der Landesregierung, ich würde mir wünschen, und dass das auch ein Benchmark ist für das Land Hessen, wenn Sie ja jetzt mit den 500 Millionen Euro Rekapitalisierungsmaßnahmen, die Sie durch den zweiten Nachtrag bekommen, auch Staatsbeteiligungen machen, dass Sie eben solche Maßgaben und Vorgaben dann da dementsprechend auch übernehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Staat ist nicht nur für Risiken und Verluste zuständig. Der Staat ist nicht nur für Risiken und Verluste zuständig. Das haben wir aus der Finanzkrise gelernt. Es ist daher richtig, dass die Bundesregierung darauf gedrängt hat, dass wir auch 2 Aufsichtsräte bekommen und dass selbstverständlich das geliehene Kapital auch verzinst wird. Das versteht sich ja wohl von selber. Und die FDP ist ja sonst immer so, setzt sich ja der Verein für sorgsamen Umgang mit Steuergeldern. Von daher sollte es eigentlich eine Selbstverständlichkeit sein, dass, wenn dann Steuergelder verliehen werden, dass die dann auch dementsprechend verzinst werden. Herr Kollege Naas, ich will Ihnen mal ein Zitat vorlesen von Lufthansas hier in Deutschland größten Konkurrenten, Condor-Chef Ralf Teckentrup aus der FAZ, 14.06. Ich finde es unverschämt, dass darüber überhaupt diskutiert wird. Die Lufthansa ist sehr gut geführt, ein deutsches Aushängeschild und Europas größter Flugkonzern. Es ist sensationell, dass der Bund so stark hilft. Und wenn er so viele Milliarden gibt, ist es legitim, dass er sich an der Lufthansa beteiligen darf und im Aufsichtsrat vertreten ist, liebe Kolleginnen und Kollegen. Recht hat der Teckentrupp, völlig recht hat der Teckentrupp, wenn er so etwas behauptet. Vielleicht sollten Sie sich an ihm mal ein Vorbild nehmen. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bin froh, dass jetzt offensichtlich eine Lösung gefunden wurde.
heute Nacht. Auch Herr Thiele stimmt jetzt inzwischen zu. Ich gebe zu, ich hätte mir gewünscht, dass er diese Äußerung ein bisschen früher gemacht hätte, weil das Zittern der Beschäftigten, was Sie eben angesprochen haben, Herr Dr. Naas, die Beschäftigten haben ja nicht gezittert wegen des Pakets des Bundes. Ganz im Gegenteil, die Beschäftigten wollen dieses Paket. Die Beschäftigten haben gezittert, weil Herr Thiele so lange damit gewartet hat, bis er sich äußert, wie er sich denn dementsprechend heute verhalten wird. Deswegen haben sie gezittert. Ich freue mich, und offensichtlich hat ja die Einigung, die es dann heute Nacht gegeben hat, zwischen Lufthansa und UFO auch dazu beigetragen, dass Herr Thiele sich da bewegt hat. Ich freue mich jedenfalls über das Ergebnis, was da erzielt wurde. Einsparungen von mehr als 1,5 Milliarden €. Die VC hat ja schon minus 45% Gehaltsverzicht angekündigt. Kündigungsschutz für 4 Jahre hat die Lufthansa zugesagt. Die Belegschaft verzichtet auf Gehalt und Beiträge zur betrieblichen Altersversorgung. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das ist ein wichtiges Signal an die Hauptversammlung heute. Das zeugt von Flexibilität und Verantwortung des Unternehmens und der Gewerkschaften, die sie hier an den Tag gelegt haben. Das Personal ist das wahre Kapital dieses Unternehmens. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und damit komme ich zum Schluss, Herr Präsident, die Jobs stehen für uns im Mittelpunkt, und zwar nicht nur die bei der Lufthansa, die 22.000. Es geht bei uns genauso um die 3.000 bis 4.000 Stellen bei der Fraport oder die etwa 1.000 Stellen bei der Condor, die durch diese Krise auf der Kippe stehen. Die Beschäftigten haben unsere volle Solidarität, und diesbezüglich ist es wichtig, wenn von heute ein entsprechend politisches Signal ausgeht an die Luftverkehrswirtschaft, an dieses Unternehmen und an die Beschäftigten, dass die Politik hinter ihnen steht. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank, Kollege Marius Weiß. Jetzt hat das Wort die Frau Kollegin Janine Wissler, Fraktion DIE LINKE. Bitte sehr, Janine. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Letzte Woche rief Verdi die Beschäftigten am Frankfurter Flughafen zu einer Kundgebung auf, um für den Erhalt von Arbeitsplätzen und gute Arbeitsbedingungen zu demonstrieren. Und viele Beschäftigte aus verschiedenen Bereichen protestierten im Terminal gemeinsam für ihre Rechte von Fraport, Lufthansa, den Bodenverkehrsdiensten, Ryanair, der LSG. Denn schon vor der Corona-Krise waren die Bedingungen am sogenannten Jobmotor-Flughafen, haben sich die Bedingungen verschlechtert. Durch Subunternehmen wurden Tarifverträge unterlaufen, die Bodenverkehrsdienste liberalisiert, das ungeliebte Töchterfirmen verkauft, und mit Ryanair wurde ein Unternehmen, das aggressives Sozialdumping betreibt, mit Rabatten nach Frankfurt gelockt, genehmigt vom hessischen Wirtschaftsministerium. Und jetzt in der Corona-Krise bangen Zehntausende Beschäftigte um ihre Jobs. Allein die Lufthansa hat angekündigt, 22.000 Arbeitsplätze abbauen zu wollen, Condor bis zu 1.000. Und heute findet die Hauptversammlung der Lufthansa statt, und einziger Tagesordnungspunkt ist die Beschlussfassung über das Rettungspaket der Bundesregierung. Wir halten dieses Rettungspaket für schlecht, weil es unverantwortlich ist, dass der Staat deutlich mehr bezahlt, als das ganze Unternehmen derzeit wert ist, 9 Milliarden €, und dabei auf Mitspracherechte faktisch verzichtet. Stattdessen lässt sich die Bundesregierung vom Lufthansa-Chef erklären, unter welchen Bedingungen man das Unternehmen retten darf, der sonst mit Insolvenz drohte. Und deswegen sagen wir, eine Arbeitsplatzgarantie, das wäre das Mindeste gewesen, denn die Arbeitsplätze, das ist doch das Rettenswerte bei der Lufthansa und nicht die Gewinne der Aktionäre, meine Damen und Herren. Und jahrelang wurde uns vorgeworfen, wir würden Arbeitsplätze gefährden, weil wir den immer weiteren Ausbau des Frankfurter Flughafens abgelehnt haben. Die CDU, die dieses Argument der Arbeitsplätze immer vor sich hergetragen hat, wenn es um den Flughafenausbau ging, hatte es jetzt in der Hand, in der Bundesregierung, diese Arbeitsplätze konkret zu sichern. Sie hätten in der Bundesregierung natürlich die Rettung aller Arbeitsplätze zur Bedingung machen können, haben sie aber nicht. Sie haben das verhindert. Und jetzt, wo so viele Arbeitsplätze auf dem Spiel stehen, lassen Sie die Beschäftigten im Stich, die Ihnen jahrelang das Argument dafür war, Ihre politischen Ziele durchzusetzen, meine Damen und Herren. Und das ist nicht akzeptabel.
Und bis gestern sah es so aus, dass dieses schlechte Rettungspaket bei der Hauptversammlung sogar durchfallen würde, weil der Staat ganze 2 Sitze im Aufsichtsrat erhält für all die Milliarden, die man da jetzt reinsteckt. Und damit drohte Heinz-Hermann Thiele, Multimilliardär und Unternehmer, der besonders durch seinen autoritären Führungsstil aufgefallen ist durch das Umgehen von Tarifverträgen. Und Herr Thiele hat die Corona-Krise genutzt, um sich günstig bei der Lufthansa einzukaufen und drohte jetzt, die Rettung zu blockieren, weil ihm der Einstieg des Staates nicht passt. Es ist eine Zitterpartie auf dem Rücken der Beschäftigten. Und wir sagen ganz klar, diese Machtspielchen auf Kosten der Beschäftigten, die sind schäbig und die müssen beendet werden. Denn Lufthansa sind nicht die Aktionäre und nicht der Vorstand, sondern es sind vor allem mal die 100.000 Beschäftigten, die Tag für Tag hart arbeiten. Und die FDP fordert heute Lufthansa-Rettung marktwirtschaftlich organisiert. Wohin uns diese Logik führt, das sehen wir doch gerade. Der Markt, das ist doch, Herr Thiele, private Investoren, die haben doch vor allem ein Interesse, nämlich an ihren Profiten. Und der Staat soll dann die Verluste übernehmen, wie wir es in der Bankenkrise auch schon erlebt haben. Wir hingegen halten den Wiedereinstieg der öffentlichen Hand in die ehemalige staatliche Lufthansa für richtig. Die Lufthansa war ein staatliches Unternehmen, und sie ist erst 1997 vollständig privatisiert worden. Und sie ist, wie die Bahn im Übrigen auch, ja, ein wichtiger Teil der Verkehrsinfrastruktur. Und ein staatlicher Einstieg kann genutzt werden, um den Konzern nachhaltig umzubauen und Dumpingwettbewerb auf Kosten von Beschäftigten, Klima und Umwelt zu beenden. Hin zu einem sinnvollen Verkehrsangebot, zu Klimaschutz, weniger Flügen, weniger Lärm und vor allem zu sicheren Jobs, meine Damen und Herren. Milliarden aus Steuermitteln zur Rettung der Fluglinien einzusetzen, ohne Arbeitsplatzgarantien und ohne Einfluss zu verlangen, war ein schwerer politischer Fehler. Und das gilt natürlich auch für die Condor. Auch hier hat der Chef kürzlich über Massenentlastungen bis zu 25% der Belegschaft gesprochen. Und bei Condor sind Bund und Land Hessen derzeit de facto die Eigentümer. Und deswegen sagen wir, auch bei Condor darf es keine Massenentlassungen geben, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Es wird immer über die Wirtschaftskraft des Frankfurter Flughafens gesprochen. Aber die wird eben nicht an den Börsen erwirtschaftet und auch nicht in den Vorständen, sondern von den Beschäftigten, die einer harten Arbeit oft im Schichtbetrieb nachgehen, am Boden, in der Luft, auf dem Vorfeld. Die Beschäftigten bei den Bodenverkehrsdiensten, die Flugzeuge beladen und reinigen, bei Fracair, die Passagiere betreuen, bei LSG für das Catering, bei Fraport, den Fluggesellschaften und auch die Beschäftigten im Einzelhandel am Flughafen. Wir stehen an ihrer Seite im Kampf um den Erhalt aller Arbeitsplätze. Vielen Dank, Frau Kollegin Wissler. Das Wort hat jetzt der Abg. Heiko Kasseckert, CDU-Fraktion. Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Diese Aktuelle Stunde am heutigen Tag ist ein wichtiger Tagesordnungspunkt. Wir reden über eine der größten Airlines der Welt, die größte Airline Europa, Mitglied der Star Allianz, ein erfolgreiches Unternehmen, das unverschuldet in Not geraten ist durch die Corona-Krise. Und am heutigen Tag findet die Hauptversammlung statt der Lufthansa. Und deshalb kann man schon sagen, es ist ein Schicksalstag für die Airline, für die Beschäftigten, aber letzten Endes auch für den Luftverkehrsstandort Deutschland und insbesondere Hessen. Und deshalb glaube ich, es ist kein Zeitpunkt heute Morgen für laute Töne, sondern vielmehr ein Bekenntnis zur Airline, zu den Beschäftigten, zum Standort Deutschland, zum Luftverkehrsdrehkreuz Frankfurt. Und es ist in der Corona-Krise deutlich geworden, Frankfurt war der am stärksten beflogene Flughafen in Europa, weil die gesamten Schutzausrüstungen, Hilfsgüter, Medikamente, die wir aus der ganzen Welt beziehen konnten und über Europa oder in Europa verteilt wurden, hier über Frankfurt gekommen sind und Lufthansa ebenso wie Condor einen der wesentlichsten Beitrag dazu geleistet hat, dass wir das, was wir beziehen konnten aus der gesamten Welt, dafür nutzen konnten, dass wir die Menschen, und ich glaube, das ist in Deutschland gut gelungen, dass wir die Menschen weitgehend von den Folgen von Corona schützen konnten und am Ende auf eine gute Bilanz Infektionstechnik zurückschauen können.
Aber natürlich geht diese Corona-Krise, und da muss ich sagen, liebe Frau Kollegin Wissler, ich habe Verständnis für Ihre Position und Ihr Bekenntnis zu den Beschäftigten. Das ist natürlich nicht neu. Aber dass Sie natürlich völlig ignorieren, dass wir weder einen Flughafen noch eine Airline in der gleichen Größe, mit der gleichen Anzahl der Beschäftigten wahrscheinlich über die Zeit bringen können, wenn kein Flugverkehr stattfindet, wenn weder ein Kranich noch ein Kondor in der Luft ist. Das muss selbst einer linken Fraktion, glaube ich, deutlich werden. Wir wollen Beschäftigung sichern. Wir wollen Beschäftigung sichern. Wir wollen stabilisieren mit dem Paket. Wir wollen zur Erholung beitragen. Aber am Ende muss es natürlich auch wirtschaftlich tragbar sein. Und wir werden uns darauf einrichten müssen, auch mit dem, was die Fraport betrifft, mit dem Luftverkehrsstandort Frankfurt, dass wir in den nächsten Jahren von einer ganz anderen Basis ausgehen, als wir das im Jahr, ich sag mal, das letzte Jahr 2019 hier am Standort Frankfurt erlebt haben, mit 71 Millionen Passagieren. Das wird es für die nächsten Jahre erstmal nicht geben. Und dafür muss Infrastruktur und Personal angepasst werden. Und das, und darin sehe ich die Aufgabe eben von Politik. Das ist unser Beitrag für Stabilisierung, für Erholung. Und ich betone, dass Stabilisierung heißt Abfedern von Corona-Folgen. Wir wollen die Krise überbrücken mit dem Beitrag. Wir wollen aber auf der anderen Seite auch mit Sicht einen Rückzug des Staates aus diesen Unternehmen wie Lufthansa, die heute darüber entscheidet, ob sie das Rettungspaket des Staates annimmt. Das Rettungspaket des Staates mit 9 Milliarden € und der Beteiligung im Aufsichtsrat, das ist schon ein schmaler Grat der Wanderung. Das sage ich sehr deutlich. Für uns Christdemokraten ist eine Beteiligung im operativen Geschäft ein hartes Schwert. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, dass man dem Aufsichtsrat der Lufthansa zugesteht, die Beteiligung oder die Besetzung dieser beiden Aufsichtsratsmandate vorzunehmen, vorzuschlagen und sie eben nicht aus der Politik zu besetzen. Das ist ein Stück weit deutlich machen, dass wir eben nicht darauf setzen, auf lange Sicht alle Mitarbeiter halten zu können, dass wir nicht darauf setzen, das Klima jetzt unbedingt zu retten, dass wir auch nicht darauf setzen, eine Rendite zu erarbeiten oder zu erwarten, sondern dass wir darauf setzen, diese Airline über die Zeit der Krise zu bringen, diese Airline weiterhin im Geschäft zu halten. Und da, glaube ich, ist das Rettungspaket, wie es jetzt geschnürt ist, eine gute Grundlage. Ich bin sehr froh darüber, dass wir in den letzten Stunden sowohl das Signal eines weiteren Großaktionärs erhalten haben, ebenso aber auch die Vereinbarung der Gewerkschaften, die, glaube ich, sehr gut erkannt haben, dass wir auch hier eine Brücke bauen müssen. Denn eines ist klar, unser Ziel ist, einerseits, wir stehen zur Lufthansa, wir stehen zum Standort Frankfurt. Das kostet Geld, das ist gut investiertes Geld. Aber eines ist sicher, es wird auch wieder aufwärts gehen mit der Luftverkehrswirtschaft, mit Lufthansa, mit Fraport. Und deshalb begrüßen wir sowohl das Rettungspaket als auch die Haltung weiterer Aktionäre und der Gewerkschaften. Alles Gute, vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Kasseckert. Jetzt hat das Wort der Wirtschaftsminister, Staatsminister Al-Wazir. Tarek, bitte. Ja, Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich glaube, das, was wir in den letzten 3 Monaten gesehen haben, was in der Luft passiert ist, ist sicherlich beispiellos in der Geschichte der Luftfahrt. Ich will Ihnen mal nur zur Illustrationen, die Zahlen des Monats Mai sagen. Wenn man sich alle deutschen Flughäfen anschaut, gab es im Mai 97,9% weniger Passagiere als im Mai des Vorjahres, wenn man sich alle deutschen Flughäfen zusammen anschaut. Herr Kasseckert hat es angesprochen. Bei der Fracht sah das teilweise anders aus. Da hat es sogar in bestimmten Bereichen einen Zuwachs gegeben. Aber auch da insgesamt über alles betrachtet waren es immer noch 10% weniger als im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Und deswegen wundert es auch nicht, dass die Zahl der Flugbewegungen im letzten Monat, der gewerblichen Flugbewegungen im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 86% zurückgegangen ist. Und deswegen ist klar, dass alle Airlines gerade ein Riesenproblem haben. Das geht ja gar nicht anders angesichts solcher Zahlen. Und wir müssen uns Gedanken machen, was wir dazu beitragen können, am Ende
dass diese Airlines, jedenfalls die, die große Zukunftschancen haben, weil sie bisher eigentlich vor dieser Krise auch ökonomisch gut dastanden, wie die genau diese Krise überstehen. Und da hat die Lufthansa sicherlich eine ganz besondere Bedeutung. Und es geht jetzt nicht nur um eine abstrakte Zahl von Arbeitsplätzen, die ist auch wichtig. Aber ich darf mal daran erinnern, der größte Arbeitgeber in Hessen ist das Land Hessen, aber der größte private Arbeitgeber in Hessen ist die Deutsche Lufthansa mit 40.000 Beschäftigten. Und natürlich müssen wir ein Interesse daran haben, dass die Lufthansa als Arbeitgeber, aber andererseits auch als die Fluggesellschaft, die dafür sorgt, dass das Rhein-Main-Gebiet, dass Hessen in der Mitte Deutschlands und Europas und in bestimmten Bereichen quasi auch in der Mitte der Welt, das ist ja immer auch eine der Standortfragen für die Attraktivität eines Gebietes, dass diese Lufthansa als globaler Player erhalten bleibt. Da müssen wir alle gemeinsam ein Interesse daran haben. Und natürlich, natürlich ist klar, dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist. Also ich finde das klar. Ich finde das klar. Ich glaube, da haben sich in den letzten 100 Jahren alle Versuche, die es jemals gab, das Gegenteil zu beweisen, falsifiziert, um es mal vorsichtig zu sagen. Aber also jedenfalls mir ist das klar. Kollegin Wissler sieht das anders. Aber ich bin überzeugt, dass der Staat per se nicht der bessere Unternehmer ist. Aber an dieser Stelle erlaube ich mir mal einen Blick in andere Länder. Und jetzt gucken wir uns mal an, beispielsweise eine andere große Airline-Gruppe in Europa, Air France KLM. Auch da gibt es massive staatliche Kredithilfen und Beteiligung. Und da war es übrigens so, dass Frankreich und die Niederlande vorher schon mit jeweils 14,3% beteiligt waren. Meine sehr verehrten Damen und Herren, also da war es schon vorher so, dass die staatlichen Beteiligungen höher sind. Und ich will an dieser Stelle sagen, es gibt eben Situationen, und das geht jetzt in Ihre Richtung, Herr Naas, da regelt der Markt nicht alles. Das ist so. Und ich kann Ihnen das an dieser Stelle sagen, der Markt alleine bei Nachfrage null wird dafür sorgen, dass das Unternehmen verschwindet. Und da ist jetzt die spannende Frage, haben wir da nicht eigentlich ein Interesse daran, dass genau das nicht passiert? Und ich glaube, dieses Interesse haben wir, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen befürwortet die Landesregierung das Rettungspaket, das der Bund geschnürt hat. Es ist ein richtiger Schritt, sich mit 20% am Kapital zu beteiligen und zusätzliche Mittel bereitzustellen. Sie wissen, dass wir der Bundesregierung auch angeboten hatten, wenn es gewünscht ist, dass sich auch das Land beteiligt. Das war am Ende nicht nötig. Aber wir sind natürlich schon in Sachen Condor mit dem Bund in enger Abstimmung und Kontakt gewesen. Und wir wären an dieser Stelle auch bereit gewesen, uns bei Lufthansa an dieser Stelle zu beteiligen. Und natürlich kostet das erst einmal einen Haufen Geld, ganz klar. Und natürlich gibt es auch Auflagen der EU-Kommission, die aber aus meiner Sicht an dieser Stelle trotzdem die beste Option für die Beschäftigten und das Unternehmen waren, weil wir an diesem Punkt einfach eine riesige Aufgabe haben. Und deswegen ist klar, es wird Verluste geben, auch in den nächsten Jahren durch die Pandemie. Es wird lange dauern, wenn es überhaupt wieder sozusagen in eine ähnliche Situation kommt, wenn man sich das letzte Jahr mal betrachtet. Es wird einen Umbau des Geschäftsmodells geben müssen. Und natürlich ist klar, dass eine Beteiligung des Staates alleine die Lufthansa noch nicht wieder erfolgreich macht. Ich glaube, auch das muss uns völlig klar sein. Aber es ist an dieser Stelle nötig, um das Unternehmen zu retten. Und ich will Ihnen sagen, es wird ja hier teilweise gesagt, ich habe ja auch gesagt, ich bin der Auffassung, dass der Staat nicht der bessere Unternehmer ist, aber an manchen Punkten muss der Staat auch anders agieren als ein Unternehmer. Das ist doch völlig klar. Und Herr Naas, Stichwort, der Staat soll sich raushalten. Also, wenn man diese Logik auf den Luftverkehr insgesamt, ja, insgesamt anwenden würde, frage ich mich, ob es nach Ihrer Logik eigentlich ein global erfolgreiches Unternehmen wie Airbus jemals gegeben hätte. So, auch das muss man sich an dieser Stelle mal fragen. Und deswegen, ja,
Und nicht alle Unternehmer, die rein marktwirtschaftlich denken, sind auch an langfristiger Entwicklung oder an national strategisch wichtigen Zielen orientiert. Und ich will das Ihnen an dem Punkt sagen. Wir haben ein großes Interesse daran, dass die Lufthansa marktwirtschaftlich wieder erfolgreich wird. Das ist unser Interesse. Und wir wollen als Staat an dieser langfristigen Entwicklung mitwirken, damit am Ende die Lufthansa wieder, wenn man so will, auf eigenen Beinen stehen kann. Und normalerweise, und das ist mir an dieser Stelle, ich komme gleich zum Schluss, Herr Präsident, noch ein Anliegen. Normalerweise ignoriere ich, nicht ignoriere das, aber ich kommentiere es nicht, was Herr Gagel sagt. Aber Herr Gagel, natürlich gibt es immer Alternativen. Es gibt zu allem Alternativen. Nur es könnte halt sein, dass die Alternative deutlich schlechter ist. Und wenn Sie denken, Sie müssten hier sagen, Sie hätten die ökonomische Kompetenz und das könnte ja auch sein, dass eine Insolvenz für die Lufthansa auch marktwirtschaftlich möglich sei. Dann hätte man die Lasten weg. Wissen Sie, dass die Lufthansa in ihrer Bilanz des letzten Jahres über 6 Milliarden Pensionsrückstellungen hat? Ist Ihnen klar, wer die bezahlen würde, wenn die Lufthansa heute nach der Hauptversammlung Insolvenz hätte anmelden müssen? Zu sagen, wenn man die Regeln des Pensionssicherungsvereins kennt. Das hätte am Ende dazu geführt, dass in einer solchen Krise, Entschuldigung, der deutsche Mittelstand dafür sorgt, dass die Pensionslasten der Lufthansa weg sind, aber eben auf Kosten aller anderen Firmen. Und ich glaube, an dieser Stelle muss man sich eben überlegen, natürlich gibt es immer Alternativen, aber es könnte sein, dass die einfach deutlich schlechter sind, Herr Gagel, deutlich schlechter, auch volkswirtschaftlich deutlich schlechter sind. Also ich glaube, dass wir ein Interesse daran haben müssen, dass die Lufthansa heute auf der Hauptversammlung, dass die Aktionäre der Lufthansa eine gute Lösung treffen. Wir werden die ökonomischen Regeln nicht außer Kraft setzen, auf keinen Fall. Und ich glaube an dieser Stelle, dass wir uns noch oft mit der Frage beschäftigen würden, was aus dieser Krise folgt. Aber wir müssen jetzt Schritt für Schritt vorgehen und dafür sorgen, dass am Ende die Lufthansa für Frankfurt, für Hessen und für die Beschäftigten der Lufthansa weiter eine große Rolle spielen kann. Und ich bin da jedenfalls, was den heutigen Tag angeht, zuversichtlich, dass da die richtigen Entscheidungen getroffen werden. Ich bin aber sicher, dass da noch viel Arbeit vor allen Beteiligten liegen wird. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Minister. Keine weiteren Wortmeldungen mehr. Herr Kollege Gagel, ja. Der hat Redezeit, ja, natürlich. Nur mal langsam, also ich setze schon fest, 3:30. 3:30, ja, ganz, bleibt doch ganz ruhig, Leute, oder holt euch eine Maske. 3:30, Kollege Gagel, bitte. Herr Präsident, verehrte Kollegen, ja, das kann ich so nicht stehen lassen, Herr Minister. Ganz ehrlich, ich habe hier nicht gesagt, was besser und was schlechter ist. Mir ist es auch bewusst, dass wenn die Lufthansa in die Insolvenz geht, dass das für die Beschäftigten hier in Hessen, für die Steuereinnahmen des Landes Hessen, für uns, für den Luftverkehrsstandort kurzfristig ein massiver Schaden wäre. Ich habe heute in der Pressemitteilung, die wir gerade herausgegeben haben, von einem Epizentrum, einem Erdbeben, das Epizentrum würde in Frankfurt liegen, wenn das passieren würde, jetzt heute um 12 Uhr auf der Hauptversammlung. Ich habe nicht gesagt, dass das besser oder schlechter ist, sondern was ich gesagt habe, ist, dass es immer Alternativen gibt. Und welche Alternative die bessere ist, müssen unter anderem nicht nur der Staat abwägen, sondern auch die Eigentümer der Lufthansa, des Unternehmens. Weil die müssen nämlich in Zukunft die Lufthansa wieder auf die Beine kriegen. Und ich sage Ihnen jetzt hier noch einmal was. Die Regierung oder die regierungstragenden Fraktionen wollen sich hier einen Haushalt genehmigen, der bis 2023 schon sagt, ah ja, da haben wir mit der Corona-Krise zu tun, 12 Milliarden. Dann müssen Sie doch aber auch den Eigentümern der Lufthansa zugestehen, wenn sogar Sie davon ausgehen und Sie davon ausgehen, dass die Krise 3 Jahre dauert oder vielleicht sogar noch länger. Was ist denn der beste Weg für Lufthansa vielleicht? Das wissen wir doch alles noch überhaupt nicht. In die Glaskugel können wir nicht gucken. Herr Bellino kann da vielleicht reingucken, aber ich kann in die Glaskugel nicht reingucken. Und ich sage es Ihnen mal, wenn wir die Zahlen von Corona sehen weltweit, wir mögen hier in Deutschland vielleicht ein bisschen auf der Insel der Glückseligen leben. Aber ich sage Ihnen, Luftverkehr ist ein globales Geschäft.
Ein globales Geschäft ist von globalen Entwicklungen abhängig. Und wenn Sie die globalen Zahlen der Coronavirus-Pandemie-Infizierten sich anschauen, dann sehen wir, dass wir momentan von Rekord zu Rekord eilen. Global. Wir wissen überhaupt nichts, wie es weitergeht. Und da brauchen Sie sich hier nicht hinzustellen und zu meinen, Sie hätten die Weisheit mit Löffeln gefressen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Hagel. Jetzt hat das Wort die Frau Kollegin Janine Wissler, 3:30. Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich will zu den Äußerungen von Herrn Gagel gar nichts sagen. Ich finde, die AfD hat ja heute unter Beweis gestellt, dass Ihnen die Arbeitsplätze am Flughafen bei der Lufthansa wurscht sind. Und das haben Sie ja in Ihrer Rede deutlich gemacht. Ich habe mich aber zu Wort gemeldet, um Herrn Minister Al-Wazir noch einmal die Frage, die Sie ja ausgeführt haben, ist der Staat der bessere oder schlechtere Unternehmer? Und da finde ich, ist natürlich immer die Frage auch, nach wessen Kriterien, also woran beurteilt man das? Und ich würde erst einmal sagen, dass doch der Unterschied ist, dass der Staat der einzige Marktteilnehmer ist, der ja auch ein Unternehmen eben auf eine Gemeinwohlorientierung ausrichten kann, der eben nicht zwangsläufig Rendite machen muss. Und deswegen ist es ja schon richtig, dass große Teile, nicht mehr ganz so große Teile wie früher, der öffentlichen Daseinsvorsorge eben staatlich in der öffentlichen Hand organisiert sind, weil der große Unterschied zwischen einem privaten Pflegeheimbetreiber und einem öffentlichen Pflegeheimbetreiber ist, dass der öffentliche mit einer schwarzen Null rausgehen kann, während der private Gewinne erwirtschaften muss, was bedeutet, dass der Druck ein ganz anderer ist. Und dieser speziellen Frage jetzt bei der Lufthansa finde ich schon, dass die Lufthansa ein so wichtiges Unternehmen ist, was aus Gründen des Klimaschutzes, das hat Frau Kollegin Kinkel vorhin angesprochen, aber wo es jetzt auch um den Schutz der Arbeitsplätze geht, dass doch klar ist, dass der Staat hier anders agieren kann, als es ein privater Investor tun wird, der eben ein Interesse daran hat, die Lufthansa zu sanieren. Was bedeutet ein großer Kahlschlag für die Beschäftigten? Und natürlich kann man jetzt sagen, wir haben eine tiefe Krise der Luftverkehrswirtschaft und es werden nicht alle Arbeitsplätze zu halten sein. Aber das heißt natürlich, die Alternative ist, dass wir Tausende, dass wir Zehntausende von Menschen haben, die Arbeitslosengeld beantragen, die keine Perspektive haben, die Ausfälle in der Rente haben. Also auch die Alternative müssen wir durchdiskutieren. Deswegen finde ich schon, dass der Hauptaugenmerk in dieser Krise doch darauf liegen muss, und das hat man ja auch gemacht durch Kurzarbeitergeld und anderes, dass wir Arbeitsplätze erhalten, Beschäftigung erhalten und eben den Konzern nachhaltig umbauen. Und das finde ich schon, dass das ein Staat mit einem staatlichen Einfluss das anders passieren kann, weil dann eben andere Maxime im Vordergrund stehen, eben nicht nur die Erwartungen von Aktionären und das Ausschütten von Dividenden, sondern man eben auch Fragen wie Klimaschutz, Nachhaltigkeit, soziale Belange eine ganz andere Rolle spielen können. Und deswegen finde ich die Kategorie besser und schlechter gar nicht die Frage, sondern die Frage ist, mit welcher Ausrichtung geht das? Wollen wir eine Gemeinwohlorientierung haben oder eben wollen wir höchste Gewinnerwirtschaftung? Und da glaube ich, ist jetzt bei der Frage der Rettung gibt es ja, über die FDP habe ich jetzt auch so verstanden, dass sie sagt, das Geld soll man schon geben, ja? Aber der Staat soll still sein, ne? Also der Staat soll möglichst nicht mitreden. Und da muss ich echt sagen, finde ich einen ziemlich schlechten Deal. Würde übrigens in der Marktwirtschaft auch kein Mensch machen. Also kein Marktteilnehmer würde sagen, ich stecke da so viel Geld rein, aber ich verzichte auf jeglichen Einfluss. Und der Staat soll das tun. Und ich finde, das ist genau die Lehre aus der Bankenkrise, dass genau das der Fehler doch ist. Der Staat übernimmt die Verluste. Der Staat übernimmt. Bei der Commerzbank war es doch das Gleiche. Natürlich, da hat man viermal so viel ausgegeben, wie das Unternehmen wert war, um am Ende ein Viertel zu besitzen. Ja, natürlich ist es so gewesen. Das war genau. Frau Kollegin Wissler, Sie müssen aber trotzdem zum Schluss kommen. Das tue ich. Das war ein sehr ähnlicher Deal. Ja, man gibt viel Geld und hat ganz, ganz wenig Einfluss. Und das, finde ich, ist ein schlechter Deal. Und wer immer die verantwortungsvollen Umgang mit Steuergeldern einfordert, der kann nicht einfach sagen, der Staat soll viel Geld geben, aber auf jeden Einfluss verzichten. Vielen Dank, Kollege Wissler. Kollege Gagel, der Zwischenruf, bla bla bla, das hat mir auch nicht so ganz gefallen. Aber ne? Nur das müssen wir. Ihr Zwischenruf, bla bla bla. Hat mir nicht so ganz gefallen, aber ich wollte es noch mal sagen, so zwischen uns. Gut. Dann kommt jetzt Kollege Dr. Naas.
Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren! Ich will noch einmal auf zwei Punkte replizieren. Zunächst auf den Herrn Staatsminister, der hier in Abrede gestellt hat, dass wir uns für Staatshilfen aussprechen. Natürlich sprechen wir uns für Staatshilfen aus. Natürlich, aber nicht in Form einer Beteiligung, sondern in Form eben von Krediten. Und diese Kredite kann man an Bedingungen knüpfen. Entschuldigung, das wäre der bessere Weg gewesen. Da sind sich auch Ökonomen einig. Und es wäre vielleicht auch gut gewesen, dass die Staatsregierung heute vielleicht auch einmal zur Demonstration geht von UFO, denn das ist, glaube ich, ein sehr, sehr wichtiger Punkt und wäre auch ein wichtiges Zeichen gewesen bei all den Bekenntnissen heute Morgen. Zur Kollegin Wissler. Vielleicht haben Sie vernommen, dass UFO ja eine Beschäftigungsgarantie vereinbart hat. Insofern sind ja die Gewerkschaften aktiv und auch an der richtigen Stelle. So, ihr ist klar. Aber ich will mal mit einer Sache aufräumen, nämlich diesem Irrglauben, dass man hier alle unter eine staatliche Glocke setzen könnte. Am Ende ist es nicht das Wohlwollen des Bäckers, der die Schaufenster und die Regale zum Füllen bringt, sondern es ist am Ende sein Gewinnstreben, sagt Adam Smith. Ich hoffe, ich habe es richtig zitiert. Und deswegen ist es das Gewinnstreben, was jede Firma haben muss, und nicht ihr Wohlwollen, irgendetwas zu gewährleisten, was am Ende dazu führt, was hier Arbeitsplätze schafft. Da werden Sie kein Beispiel finden, wo das im Sozialismus besser gelungen ist, als durch das Gewinnstreben jedes Einzelnen. Vielen Dank. Vielen Dank, Kollege Naas. Jetzt sind wir am Ende dieser Debatte. Punkt 4.9 ist damit abgeschlossen.